Jo Leute, guten Morgen hier vom Münchner Flughafen. Wir sitzen gerade am Gate und gönnen uns gerade noch unser morgendliches Frühstück. Für uns geht's ungefähr in Stunde 45 nach Warschau hier mit dem Guy und dann sehen wir uns da wieder. Yo, yo, Kunzi selber hier, einen kleinen Real Talk. Wir sind jetzt gut angekommen im Hotel. Auch sonst alles gut funktioniert. Die Zimmerauswahl jetzt top. Wir haben echt noch einen guten Ausblick bekommen. Richtig schön hier auf dem Sächsischen Garten. Wie auch immer. Ja, das ist die Bude. Hier bin ich. Hier der Keg. Hier werden wir schön 3 Nächte verbringen, uns die Stadt ein bisschen angucken. Mal schauen, was geht. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Yo Leute, jetzt sind wir hier ganz entspannt an der Weichsel. Hier ist echt schon, ist schon big. Da kann die Isa auf jeden Fall einpacken. Und da vorne seht ihr das. Hier einfach Nationalstadion. Wir wollten schon eigentlich schauen, ob wir irgendwie Karten bekommen. Für Länderspielpause ist ja sogar, aber die spielen auswärts in Albanien. Also leider nichts. Wir haben uns hier noch ein paar Sachen geschossen. Irgend so ein Wassermelon, keine Ahnung, Shit. Muss ich mal gleich probieren und Review geben. As always. Der Wildschweinburger, ich schwöre, der war krass, oder? Das kann ich echt beschweren, ja. Ja. Speziell, aber gut. Den kann man auf jeden Fall machen, Leute. Yo, Leute, was geht? Wir schauen gerade noch ein bisschen alles, was zählt. Typ, du, ich schreib das mal rein, dass du lieber alles, was zählt, schauen wir statt Fußball. Alter. Jo Leute, nach so einem anstrengenden Tag muss man natürlich das Ganze auch hier im Spa-Bereich ein bisschen ausklingen lassen. Hab ich. Hier noch ein bisschen Nationalelf supporten, muss sein, Alter. Nach einer schönen Runde Sauna, so muss es. Jo Leute, guten Morgen hier. Ich sage euch ehrlich, dieses kalte Ostblockwetter, von dem man immer spricht, das existiert auf jeden Fall wirklich. Ich würde sagen, so zum Morgen checken wir gleich mal nochmal unsere Fits ab. Sag mal an, Bro. Auch entspannt, Air Force, gleiche Hose wie gestern, und 32C, Zara-Jacke und unten drunter ein Basic Hoodie. Leute, dann mache ich kurz bei mir selbst, also hier wieder die NDs natürlich, dann die Kiko Bindra Cargo. Dann habe ich hier meine Haider Bomber wieder an und drunter mein Rick Owens Snit. Und dazu natürlich Weedy Bag und die obligatorischen Ringe und mein Ohrring. Yes. Jo Freunde, auch mal ein kurzes Fazit von mir. Da gibt es halt so Leute wie mich und ein Kaglin, wo hier tief eingepackt, komplett verschlafen, durch die frühen Morgenstunden hier stapfen bei, keine Ahnung, 5 Grad. Dann gibt es halt hier die Hochmotivierten von der anderen Seite, wo wir noch ein bisschen am kurzen Hose rumsporteln sind. Ja, könnten wir es auch eine Scheibe abschneiden. Also jetzt checken wir kurz erstmal noch so ein Denkmal ab. Das sehen wir immer von unserem Hotelzimmer aus. Und dann gehen wir mal Richtung Kulturpalast. So,
Jetzt sind wir hier vorm Kulturpalast. Hier im Hintergrund, anderer Hintergrund ist noch ein bisschen Wolkenkratzer, Skyline, New York Shit und so. Und jetzt schauen wir da mal hoch. View soll eigentlich ganz sick sein, habe ich mir sagen lassen. Also auf jeden Fall ein Muss, wenn man hier ist. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. So Leute, gerade noch ein paar Shots gemacht für Insta und so. Ihr wisst, das Business muss auch weiterlaufen auf jeden Fall. Mittlerweile ein bisschen blauer Himmel hier. Ist auf jeden Fall angenehm, oder? Mhm. Hier richtig schöne Architektur. Auch immer ein Fan von auf jeden Fall. Und ja genau, jetzt schauen wir mal. Freunde, drinnen im Kulturpalast. Jetzt wird erstmal geguckt, wo es da hoch geht. Jetzt sag mal, for real, sind wir gerade in Polen oder in New York, Mann. Alter, das ist schon View, seid ehrlich. Der auch, Mann. Und da sieht man auch irgendwie so, dass viele einfach Osteuropa so überhaupt nicht auf dem Radar haben. Aber es ist echt chillig hier, muss ich echt sagen. So. Leute, und da hinten, das große Gebäude, das ist das Marriott Hotel. Und da werden wir morgen Abend noch einen Drink nehmen. Haben wir schon reserviert alles. Heute Abend gibt es noch Steak. Und da haben wir auf jeden Fall schon Bock. Jetzt hier schön, wir sind in den goldenen Terrassen. Ganz wichtig, wir begeben uns natürlich sofort in die Bio-Abteilung wegen Nachhaltigkeit und Autobahn-Tempolimit auf jeden Fall. Nee, Spaß, wir haben ja Bock auf was zu trinken. Wieder Lipton. Orchivienche. Keine Ahnung. Ehrlich, in dem Supermarkt riecht es einfach so gut, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das riecht hier einfach wie im Douglas. Hier gibt es hier sogar ein Zero. Krass, ich glaube, die nehme ich mir mal mit. Habt ihr schon mal den Monster probiert? Den hier? Ich finde den echt Katastrophe, aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Also ich habe schon auch viele Fans da gehört. Alter, die Cola, crazy. So, jetzt sind wir auf dem Weg zu Witkacz. Soll irgendwie so ein ganz nicer Store sein oder ein bisschen wie KDW. Mal schauen, da soll es ganz nice Sachen geben. Erstmal hier gönnen wir uns gerade noch so ein Proteinriegel und ja, wir sehen uns dann wieder. Blue Sky für die Girls, Leute. Muss. Jetzt sind wir gerade hier am Witkacz angekommen. Ich soll ganz nice Sachen haben. Auch so Rick, Bottega. Ah ja, hier sieht man sogar. Echt hier so wie KDW. Misbehave natürlich hier. Polnische Brand. Auch in Warschau ansässig. Muss man natürlich representen hier. Da muss ich for real ein bisschen an meine Heimat denken. Hier echt nicer View. Kann man auf jeden Fall mal abchecken hier. Und Claire. Was sagst du bis jetzt? Schon schlecht. Schon gut, viel, gell? Schon viel Stuff, ja. Yes. Die habe ich schon in München probiert, die ist ganz nice. Wir sind hier in so einem Concept Store und der ist wirklich sehr, sehr nice. Dann haben wir hier noch so eine kleine Rick-Abteilung, die auch echt ganz nice ist. Das Hemd, das taugt echt crazy, finde ich. Der Kunz ist übrigens schon passed out. Sehr, sehr nicer Store. Oh, er ist wieder passed da. Out. Fake News. Hier gleich mal ein paar Runway Pieces von Rick. Und auch hier mit dieser Bibliothek-Wank. Wank, Digga. Einfach Berg in Garmisch. Yo, Bro, sag mal noch kurz dein Fazit zu dem Witkacz. Ich fand's echt nice. Ich war echt positiv überrascht von. Wir haben viel Stuff da. Viele Brands. Also ich fand es besser, als ich eigentlich manchmal gewartet habe. Was war dein Favorite Piece? Boah, ich glaube sogar tatsächlich die
türkisen Ambush-Jacke, wo wir gleich auch angesehen haben. Aha, ja. Die Bomber, ich weiß gar nicht, ob wir die drauf haben. Mein Favorite Piece war auf jeden Fall diese Woman's Chuck Mies Jacke. Diese Lederpuffer, die war echt hart. Kann ich mir echt gut vorstellen bei so einer Blondine. Jetzt geht's ab zum Prime Cut Steakhouse. Wir haben da reserviert auf 6:30. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Schaut euch mal das geile Restaurant an. Junge. Hier noch ein paar Veggies. Prost. Das Steak war crazy. Prime Cut Warsawa hieß das. Restaurant insgesamt übel nice. Service war auch echt perfekt. Und wir haben auch gar nicht so viel gezahlt. Also man kann hier echt für einen guten Preis kann man hier echt nice essen. Und jetzt machen wir noch so einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Bisschen die Skyline mit Kulturpalast. Wir sehen uns wahrscheinlich später, entweder im Hotel oder morgen in der Früh. Moin Moin, Tag 3. Eigentlich unser letzter voller Tag. Wir haben heute noch einen ganzen Tag Zeit. Morgen geht's ja Richtung Flughafen wieder nach Hause. Das heißt, wir haben heute noch einiges vor. 9 Uhr ist circa. Und gehen jetzt chillig was frühstücken. Dann mal schauen, was der Tag so bringt. Ich hatte noch Bock, heute ein Museum abzuchecken. Und auch das Fußballstadion uns anzuschauen. Das Wetter ist halt, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber so ähnlich wie gestern. Sehen wir später. Erstmal einen Schock gerade in der Früh bekommen. Das erste Mal in meinem Leben was von den Elevator Boys gehört. Hier nochmal von mir kurz. Spider Bomber, Reporter Hoodie, Greedy Bag, Anzugshose, Andys. Und wir gehen jetzt in den Latsienki Park. Glaubt einfach nicht, wenn wir hier in Warschau getroffen haben. Einfach die Sandy von SpongeBob. Zugezogen, wie man da hinten sehen kann. Aber trotzdem immer noch easy auszuhalten. Riecht was zum Essen, sag. Wir waren gerade im Lasienki Park. Ganz chilliges Ding eigentlich. Voll viele Eichhörnchen, die auch relativ zahm sind. Da ist auch das Chopin-Denkmal. Wir wissen jetzt gar nicht, wie viel wir heute vloggen, weil es ist schon anstrengend. Wir sind ein bisschen fertig, Wetter schlägt ein bisschen um. Aber Leute, ihr wisst, wir ziehen durch. Immer gute Laune. Immer gute Laune. Wir schauen jetzt ins Nationalmuseum, ein paar polnische Gemälde abchecken. Würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Was ist dein erster Eindruck, Bro? Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber es haut mich jetzt auch tatsächlich nicht so vom Hocker. Also erst dachten wir uns so schon ödes Ding, aber jetzt hier in der Abteilung oder in der Ausstellung ist schon ganz cool. Halb acht haben wir jetzt. Jetzt geht's Richtung Skyview Bar. Digga, wir haben Döner gegessen.
Aber vielleicht gibt es doch einen kleinen Snack oder mal schauen, was das so gibt. Lass uns überraschen. Mhm. Jetzt ab und nicht Skyber. Ja, muss man schauen. Weil wir jetzt nicht so eine Skyber gehen. Aber je nachdem, was wir machen. Let's go. Let's go. In der Marriott. Jetzt hier in der Skybar ist ein übelst chilliger Vibe. Hier ein Cosmopolitan für den Kunz und für mich ein Aperol Spritz. Spritz, Alter, was für Spritz? Altbewährten Aperol Spritz hier. Unser View. Immer am Arbeiten. Wen grüßt? Flo Kellner, aber der ist mein bester Freund. Also, Grüße aus Polen an unseren Nationalhelden, Flo Kellner. Seid ehrlich. Gastfreundlichkeit wird groß geschrieben. Ja. Zwei Spritz würde ich mir nicht entgehen lassen. Also, wenn ihr hier seid, auschecken. Und jetzt bekommt ihr noch ein paar Shots von uns geliefert, wie es hier abends aussieht. Also, haut rein und genießt es. Ist echt so anstrengend, sag ehrlich. Morgen Leute, heute noch mal richtig schönes Herbstwetter, Sonne scheint. Hey, FC hübsch. FC hübsch. FC hübsch halt auswärts unterwegs. Genau. Und jetzt drehen wir noch mal eine kleine Runde, gehen an die Weichsel und sippen einen kleinen Coffee oder so. Im Sonnenschein ein bisschen frühstücken. Ja Mann, das sind die Vibes. Hier ist so eine Kellnerin. Da würde ich mir am liebsten noch drei bestellen, Leute. Ja, thanks. Thank you. Schaut euch mal das an, wir haben ewig gesucht, aber das ist echt crazy. Ja, der ist einfach vegan, der Boy.